Das ist alles nur geklaut. Heute geht es ein bisschen um den Singleplayer-Kanal, aber auch um Kommentare aus der Community, wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt hat und so. Könnte also sehr interessant sein. Bleibt dran, im Hintergrund seht ihr Shakes. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren kleinen Talk. Ich würde es jetzt nicht mehr Vlog nennen, aber zu einem kleinen Mini-Talk mit Shakes und Fidget im Hintergrund. Ihr seht ja auch wieder, dass es ein produktbasiertes Video ist. Auf Welt 37 natürlich immer noch mit der ganzen Russell-Bande. Also die anderen YouTuber sind ja natürlich auch noch hier am Start. Und momentan baue ich mein Lager ganz gut aus. Aber heute haben wir auch ein wichtiges Thema. Ja, es geht einmal um meinen Let's Play-Kanal und gleichzeitig um die Kommentare, die man da so bekommt. Also so ein bisschen, ja, so ein kleiner Roundup und was mir auf YouTube momentan so aufgefallen ist, wo ich größer geworden bin. Das erste, was ich sagen möchte, ist unendlichen Dank, wie sich mein Kanal momentan entwickelt hat. Viele, dazu auch ein Kommentar, schreibt auch einer, ich kann eigentlich nicht glauben, wenn YouTuber sich für allen möglichen Scheiß bedanken und so. Nein, das ist Quatsch. Ich bedanke mich wirklich bei euch, denn dank euch läuft mein Kanal einfach mega, mega gut und momentan so happy mit YouTube an sich war ich noch nie. Bin wirklich stolz drauf, was wir auch so ein bisschen jetzt geschafft haben und hoffe, dass das noch ein bisschen anhält. Das ist, dieser Sprung, der da gemacht wurde, ist einfach so unbeschreiblich und das ist einfach schon wirklich sehr, sehr krass. Und ja, dafür einmal vielen Dank und das meine ich halt auch wirklich ernst. So, dann aber, gibt es ja noch ganz andere Kommentare. Ich habe ja gerade gesagt im Intro, es geht um den Let's Play-Kanal. Und zwar habe ich dort wieder ein Singleplayer-Spiel angefangen, nämlich Super Hot. Ja, sehr, sehr interessantes Spiel, wer sich dafür interessiert. Erstes Video gibt es hier auf meinem Kanal, also auf dem Hauptkanal. Das zweite Video findet ihr auf dem Zweitkanal, der ist rechts in der Abo-Box verlinkt und unterm ersten Part auch natürlich in der Videobeschreibung. Super Hot ist, ja, wie mein drittes Projekt momentan auf dem Singleplayer-Kanal. Ich hatte Firewatch, ich hatte Unravel und jetzt bin ich bei Super Hot. Das geht ja auch nicht so lang, danach kommt wieder was Storylastiges und würde mich auch freuen, wenn ihr euch den Channel mal anschauen würdet und vielleicht ein Abo da. Das wird auch noch was anderes, also neben den normalen Story-Spielen wird es vielleicht auch noch Rainbow Six die Missionen geben, ja, den Singleplayer, soweit wie er denn verfügbar ist. Von daher lohnt sich das bestimmt auch da mal ein Abo da zu lassen oder vielleicht auch Counter-Strike Co-op-Mission oder halt Storylines in Counter-Strike. Neben den normalen, klassischen Let's Plays natürlich. Und zwar geht es um die Kommentare. Man hat super, jetzt weiß ich endlich auch wieder, und das meine ich wirklich ernst, warum ich irgendwann aufgehört habe, Singleplayer-Spiele zu spielen. Denn wenn du nicht der Erste bist, der was hochlädst, machst du das nach. Ich hatte einen, der hat unter Superhot geschrieben, nicht mal Holly in der Videobeschreibung verlinken, wie tief bist du gesunken. So, Holly hatte das wohl vorher hochgeladen, so wie auch Pete und so wie auch 100 Millionen andere Menschen, die das im Steam gesehen haben, wo jeder Let's Player und überhaupt Gamer jeden Tag reinguckt. Aber nein, man hat das natürlich von Holly geklaut und warum verlinkt man den nicht? Aber dann noch dieses, wie tief bist du gesunken? Dann habe ich ihm dann mal einen nicht so netten Kommentar drunter geschrieben, denn meiner Meinung nach ist es so, wer so eine Wortwahl trifft oder wer seine Worte so wählt, der hat auch einfach keinen netten Kommentar verdient. Und dann schreibt er, ich habe extra zweimal geguckt, ob das von dir dem echten Dalukat ist und WTF deine Zuschauer zu beleidigen, ich halte es fast ein Abo weniger. Wie kann man davon ausgehen, dass wenn man jemanden beleidigt, nette Worte zurückzubekommen. Dann noch zu sagen, ich wusste gar nicht, dass das im Steam draußen ist und dass das neu ist. Ja, warum schreibst du an so einen behinderten Kommentar? Entschuldigung. So, das ist so, und das, damit schlägt man sich auf YouTube leider sehr oft rum. Und ich habe das ja schon, ich habe das schon des Öfteren gesagt, weshalb mir Stream auch manchmal sehr schwer fällt. Ich komme mit, in Anführungsstrichen, dummen Menschen, also die halt solche Kommentare verfassen, einfach nicht zurecht. Ich kann sowas nicht ignorieren. Ja, da staucht sich irgendwie was an, wo man lieber links nicht. Nein, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, da muss ich wieder dran arbeiten. Und ich glaube, das sollte ich auch jetzt wirklich mal dran schaffen, denn das wird nämlich immer, immer schlimmer. Und solche Kommentare lese ich täglich. Ich muss die ignorieren. Ich muss die einfach löschen, nicht beantworten, whatever. Aber nein, jedes Mal, wenn ich sowas lese, zum Beispiel hat auch irgendeiner unter ein Trade abgeschrieben, Idiot, bist du behindert, da habe ich geschrieben,
Piep-Sätze, die deine Mutter zu deinem Vater gesagt hat, dass das Kondom gerissen ist. Ja, ich kann einfach, selbst egal wie dumm dieser Kommentar ist, ich kann einfach nicht sein lassen, darauf zu antworten. Aber das mache ich ab jetzt. Ich lösche die nämlich einfach. Ich lösche die einfach und antworte nicht drauf. Vielleicht guckt er dann das nächste Video nochmal. Und vielleicht blocke ich ihn auch. Dann kann ich sowieso nicht mehr lesen. Aber ich werde nicht mehr darauf antworten, denn so mit dem Antworten schafft man sich Hater. Wenn man nicht darauf antwortet, kriegt der Typ gar nicht mit, dass ich ihn nicht leiden kann. So, nee, wie dem aber auch sei. Ich finde das aber ganz wichtig. Dann habe ich nämlich geschrieben unter den Kommentar mit dem, das hast du von Holly geklaut, wie tief bist du gesunken? Und dann habe ich ihn ja ein bisschen nett darauf hingewiesen, dass dieses Spiel im Steam rausgekommen ist und das sowieso jeder Gamer gesehen hat. Dann hatte er ja das mit dem Beleidigen geschrieben. Dann habe ich gesagt, nur weil ich YouTuber bin, darf ich also niemanden mehr beleidigen, muss zu jedem asozialen Penner nett sein. Dann habe ich geschrieben, nein, das wäre falsch. Ich finde, das ist einfach gelogen, gestellt oder sonstiges, um seinen Ruf zu schonen, whatever, aber in echt würde man auch nicht zu jeder Person nett sein, wenn sie einfach was Behindertes zu einem sagt. So, und dieser Meinung, mit der fahre ich ja schon sehr, sehr lange. Ja, ich antworte grundsätzlich immer so auf Kommentare, wie sie geschrieben werden. Je dümmer ein Kommentar geschrieben ist, desto dümmer antworte ich auch drauf. Und genau das stört aber anscheinend die Leute. Da frage ich mich, checken die das denn selber nicht, dass ihr Kommentar schon scheiße war? So ist das aber anscheinend. Und im Twitch ist es natürlich noch ein bisschen schwerer, weil das Ganze ja live ist. Aber auch da ziehe ich jetzt einfach ein bisschen härter wieder durch, beziehungsweise konsequenter, ohne mich drauf einzulassen. Denn wir wollen ja die guten Seiten von YouTube sehen, denn YouTube hat mir, wie ich am Anfang schon gesagt habe, momentan so viel Spaß gemacht wie noch nie zuvor. Und ich bedanke mich bei allen Leuten, die meinen Singleplayer-Kanal abonniert haben, die Folgen gucken und dann immer, wenn ein Projekt zu Ende ist und den ersten Part nochmal schreiben, wie sie es fanden. Vielen, vielen Dank für eure tollen Kommentare zu Unravel, zu Firewatch und vielleicht auch zu Superhot, obwohl das ja sich eher ein bisschen an ältere Zuschauer richtet. Aber bald gibt es dann ja wieder auch ein Storyspiel. Ich bedanke mich für diese netten Kommentare. Ich kann leider nicht auf die netten Kommentare antworten, alle. Ich lasse oft ein Like da, aber das sieht man leider nicht. Wäre cool, wenn das wie bei Twitter wäre, dass da steht, hey, da Luca hat deinen Kommentar geliked. Also das wäre ziemlich nice. Dann wüsstet ihr nämlich auch, dass ich die alle lese. Ich lese nämlich alle, deswegen lese ich auch die ganzen dummen. Weil ich einfach jeden Kommentar mir durchlese. Ich habe oben rechts, wenn man andere Leute mal streamen sieht und der auf ihren YouTube-Channel geht, steht oben rechts an der Glocke 99+. Bei mir steht da immer 0. Das liegt einfach daran, dass ich sie immer lese. Weil ich ja auch sehr oft am Tag mal auf YouTube gehe, um Kommentare zu lesen, damit es am Abend nicht zu viele werden, schaue ich die fast immer live. Deswegen antworte ich auch manchmal sehr, sehr schnell. Und ich wollte mich einmal bedanken, wie mein Channel wieder gewachsen ist. Und das mache ich öfter. Und ich weiß, das könnte ich auch noch öfter machen. Aber so wie es momentan läuft, ist einfach alles ziemlich, ziemlich geil. Ich bin mega happy und ich hoffe, dass das Ganze auch noch weiterhin so gut läuft und dass wir da in Anführungsstrichen so ein gutes Team sind, wenn man das so sagen kann. Und vielen, vielen Dank, dass auch Street Fighter so geil bei euch ankommt. Ich habe eine Idee oder eine Möglichkeit gefunden, beide Parteien irgendwie happy zu machen. Die Leute, die Controller-Cam sehen wollen oder die Leute, die halt keine Controller-Cam sehen wollen, haben da schon was vorbereitet. Das wird ziemlich cool und lasst euch überraschen. Das wird alles ziemlich geil. Genauso wie Rainbow Six, da muss ich leider sagen, das mit den Charakteren, also alle nochmal vorstellen, das werde ich jetzt einmal noch durchziehen und danach werde ich das nie wieder machen. Ich werde die Charaktere, die ich nicht mehr mag, nicht mehr spielen, weil diese Diskussionen, die da schon wieder aufgetaucht sind, waren auch schon wieder zum Kotzen, denn meine Meinung bezieht sich nicht auf meine eigene Meinung, was die Operator angeht, sondern einfach auf Fakten und das wollen manche halt nie wahrhaben und dann ist da wieder so eine Diskussion. Ich habe keinen Bock, ich will ja mit niemandem in der Hinsicht diskutieren, wenn es um was Negatives geht, ja, über coole Sachen mal zu quatschen oder so ist ja was anderes, aber ich will mich einfach mit niemandem stressen und alle Operator vorzustellen und dann hat da einer seinen Liebling und der ist halt einfach kacke, dann will er das nicht wahrhaben und whatever. Genauso auch wieder wie bei Trials, spielt nicht dieselben Strecken zweimal, das ist langweilig. Jung, wem geht's denn um die scheiß Strecken? Es geht um die Unterhaltung und den Spaß. Genauso wie bei Counter-Strike, wenn man nur dieselbe Map spielt oder in fucking 4:3. Es geht nicht darum, wie die Map aussieht. Ja, aber das ist halt so. Ich glaube, solche Leute wird es immer geben. Ich habe viel Spaß und wir machen unser Ding weiter. Ich hoffe, ihr begleitet mich dabei, denn wie gesagt, momentan ist es so geil und einfach vielen, vielen Dank für alles. Ihr seid die Besten
Und wenn ihr jetzt noch Shakes und Fidget spielen wollt, auf unserem Server Welt 37 Deutschland, der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ihr kennt das Ganze und ist natürlich kostenlos. Auf dem Server geht es momentan auch gut ab. Wir sind hier mit McManus Sachse, Early, Shigo, Liquid, ich glaube Grand, Stardosh, alle am Start und unsere Gilde momentan auf Platz 4. Haha. ihr könnt gerne mitmachen, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Es handelt sich um ein produktplatziertes Video, habe ich am Anfang schon gesagt, sage ich aber auch gerne nochmal. Trotzdem ist das wunderbar für meine Vlogs oder für meine kleinen Talkrunden einmal die Woche. Ich finde, das passt im Hintergrund. Ist ein nettes, kleines Game für den Hintergrund. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn es heute mal ein etwas ernsteres Thema war, wenn man das so sagen kann. Ja. Und viel Spaß heute bei den Videos. Kommt gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut!